Der VfL Pirna Kopitz in der Fußball-Landesliga wird präsentiert von der Ostsächsischen Sparkasse Dresden. Franz Schuster stand bisher in allen Kopitzer Saisonpflichtspielen zwischen den Pfosten. Eigentlich ist der 21-Jährige die Nummer 2, doch weil Stammkeeper Ron Wochnik seit Monaten verletzt ist, bekommt Schuster das Vertrauen. Ein Muskelfaserriss bei Wochnik verlängert seine Ausfallzeit. Weitere 3 Wochen muss der VfL Pirna Kopitz auf seine etatmäßige Nummer 1 verzichten. Es ist eklig als Torhüter. Ich meine, klar freue ich mich, dass ich die Spiele bekomme und die Einsatzzeit tut mir auch gut. Aber es, also rein menschlich ist scheiße. Wünscht man niemanden. Ich wünsche auch, dass er schnell wieder zurückkommt. Gegner am 5. Spieltag in der Fußball-Landesliga ist Eintracht Niesky. In der ersten Pokalrunde gab es schon einmal das Duell. Im August siegten die Kopitzer fulminant mit 7:1. Doch aktuell läuft es nicht bei den Lila-Weißen. Pokal aus in der 2. Runde, gefolgt von einem 0:2 in der Liga bei der SG Dresden-Striesen. Der VfL rennt seinen Ansprüchen hinterher, spielt gegen Niesky aber eine richtig gute erste Halbzeit. Komplette Ballkontrolle, sicherer Spielaufbau. Der VfL Pirna Kopitz hat im ersten Durchgang alles im Griff. 4 gute Chancen erspielen sich die Hausherren, 2 davon sind brandgefährlich. Philipp Kötsch verpasst nach gut 30 Minuten. Die Kopitzer Führung wäre durchaus verdient. Erst recht nach diesem Angriff. Doch diesmal fehlen Philipp Kötsch einige Zentimeter. Torlos zur Halbzeit. Es war eine der besten Halbzeiten, die ich bisher bei uns in der Saison gesehen habe. Auch gerade von der Einstellung, von der Leidenschaft her, wie wir die Zweikämpfe geführt haben. Darüber hinaus haben wir dann eigentlich auch sehr passabel nach vorne gespielt, über die Außen uns durchgesetzt, Chancen uns erarbeitet. Leider nicht belohnt. Im 2. Spielabschnitt bleibt der VfL Pirna Kopitz einiges schuldig. Die Partie ist nun zerfahren, kaum ein Angriff wird zu Ende gespielt. Dafür agiert Eintracht Niesky etwas mutiger. Haben die Kopitzer in dieser Szene noch Glück, wird es in der 65. Minute haarig. Willi Krome läuft auf Franz Schuster zu und dann kommt der Pfiff. 11 Meter für Eintracht Niesky, weil der junge VfL-Schlussmann aber auch viel zu forsch in den Gegner hineinrennt. Ich darf mich nicht beschweren für den Elfmeter. Also kann man geben, muss man aber nicht. Aber gut, Spiel spannend gemacht. Jonathan Schneider tritt für Niesky an, doch Schuster erahnt die Ecke. Fehler ausgemerzt, Spiel offen gehalten. Die Null steht und der Wochnik-Ersatz sammelt Pluspunkte. In der Schlussphase läuft den Gastgebern die Zeit davon. Und wirklich zwingend wird es auch nicht mehr. Der VfL Pirna Kopitz trennt sich torlos von Eintracht Niesky. 4 Spiele ohne Sieg, Saisonstart verschlafen. Wir stehen da im Moment in der Tabelle, wo wir uns hingearbeitet haben. Leider auch zu Recht. Ja, mit vielen Verletzungen, mit denen wir zu kämpfen haben. Auch von teilweise erfahrenen Spielern wie Ron Wochnik. Leute, die im Urlaub sind, wie Ronald Wolf, der als erfahrene Stütze im Zentrum dann natürlich auch fehlt. Wir haben nicht einmal eine Mannschaft auf dem Feld gehabt, oder 2 Spieler auf dem Feld war, damit die sich ein bisschen einspielen konnte. Mit solchen Bedingungen müssen wir aktuell leben und müssen das Beste daraus machen. Aber man hat natürlich auch gesehen, erste Halbzeit, dass wir es auch mit den Leuten, die aktuell alle da sind und fit sind, gut auf die Parkett bekommen. Halt leider noch nicht über 90 Minuten. Die Kopitzer wollen in die Meisterrunde. Dafür aber braucht es eine rasche Leistungssteigerung. An Franz Schuster lag es nicht. Der junge Torhüter hält seinen Kasten sauber und wird auch am nächsten Wochenende das Kopitzer Tor hüten. Bis zum nächsten Heimspiel. Der VfL Pirna Kopitz in der Fußball-Landesliga. Freundlich unterstützt von der Ostsächsischen Sparkasse Dresden.